Die kleine Geschichte von Julius und seinen Freunden. Hallo, ich heiße Julius und bin ein Maiskorn. Ich will euch mal was zeigen. Gemeinsam mit meinen Freunden Lotte der Kuh, Oskar der Mülltonne, Silvia der durchwachsenen Silfi und Ruby der Rübe will ich eine Energiesparlampe zum Leuchten bringen. Das geht gar nicht, meint ihr? Na, dann kommt mal mit. Alles, was wir dazu brauchen, ist die Sonnenenergie, die wir in den letzten Monaten getankt und gespeichert haben. Das, was ihr da seht, ist eine Biogasanlage. Die macht aus uns Energie. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Hier ist die Vorgrube. Hier wird erst einmal alles gesammelt, zum Beispiel die Maiskörner, die Energiepflanzen, die Rüben oder die Bioabfälle. Und auch das, was Lotte fallen lässt. Dann wird alles gut durchmischt. Von der Vorgrube wird das Gemisch dann in den Fermenter gepumpt. Ganz schön anstrengend. Zum Glück läuft die Pumpe sonst automatisch. Der Fermenter ist ein großer Topf, in dem Bakterien leben. Hier ist es schön warm, damit sich die Bakterien wohlfühlen und ordentlich Hunger auf das haben, was ihnen aufgetischt wird. Aus dem, was die Bakterien fressen, produzieren sie ein Gas. Das heißt Methan. Weil das Gas ganz leicht ist, steigt es nach oben und wird hier aufgefangen. Das Methan ist nämlich ganz wichtig. Über ein Rohr wird das Gas, das die Bakterien produziert haben, aus der Biogasanlage herausgeleitet. Nun kann es auf drei verschiedene Arten genutzt werden. Als Strom, als Wärme und als Kraftstoff für Autos. Aber was passiert mit dem Rest, mit dem die Bakterien auf dem Boden haben fallen lassen? Auch der wird sinnvoll genutzt, nämlich als Dünger, den der Bauer auf sein Feld bringt. Und so Lotte auch in den nächsten Jahren wieder ganz viel zu fressen. Und auch meine Freunde und ich können wieder wachsen. Und jetzt ist klar, wie ein Maiskorn, eine Blume, eine Rübe und eine Bioabfalltonne eine Glühlampe zum Leuchten bringen. Na dann, bis bald!